Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr hier oben bei dem lokalen Testserver eure MOTD verändern lassen könnt. In diesem Fall haben wir jetzt hier eine Roto-MOTD bzw. Light-Roto-MOTD. Wir machen das Ganze aber per Zufall. Dementsprechend kann es auch mal sein, dass die ganze MOTD blau wird. Und wie ihr das Ganze machen könnt, seht ihr nach dem Intro. So, und da sind wir auch nun wieder. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze implementieren könnt. Dafür müssen wir jetzt erst einen neuen Listener hinzufügen. Jetzt machen wir jetzt einfach eine neue Klasse, in diesem Fall der MOTD-Listener. Und dort fügen wir einfach Implements Listener hinzu. So. Und dann werden wir jetzt einfach unser Event hinzufügen. Das ist in diesem Fall dann ein Server des Ping-Event. Das können wir einfach erstmal über eine Add-Event-Händler-Notation sagen, wir unserem Event-Händler, dass er dieses Event abrufen soll. Dann machen wir halt public void on und dann ist das hier Server List Ping-Event. Das nennen wir Event. So, dann importieren wir einmal unsere ganzen Klassen. So, jetzt sind wir in dem Server des Ping-Event und jetzt können wir unsere MOTD setzen. Das geht über event.setMOTD. Dann können wir den String hinzufügen, wir können auch ein Server-Icon hinzufügen über ein Cache-Server-Icon und wir können halt die Max-Players hinzufügen oder beziehungsweise die Max-Players setzen. Wir möchten jetzt einmal die MOTD setzen und das Ganze machen wir mit Paragraph C Test. Aber ich möchte das Ganze aber jetzt nochmal ein bisschen spannender machen, wir machen jetzt einfach ein paar mehr MOTDs. Hier füge ich jetzt sozusagen was Neues ein, beziehungsweise erkläre, wie ein Random funktioniert. Für die Leute, die noch nicht wissen, was ein Random ist sozusagen eine zufällig generierte Zahl. Das machen wir über einen über eine Klasse, nämlich random rnd, oder vielmehr wir nennen es rnd, ist gleich new random. Rnd als Abkürzung für random. So, daraus wird ein neues Zufallsobjekt generiert. Und dann können wir einfach machen int random number ist gleich rnd.nextInt. Jetzt sagen wir von 2. Das heißt, es kann jetzt 0 oder 1 sein. Dann fragen wir einfach ab, if random number gleich 0. Wenn das der Fall ist, dass es 0 ist, dann soll die Mod halt folgendes ausgeben. Ansonsten soll sie halt die andere schon ausgeben. So. Ich fehle jetzt einmal eine Klammer. So. In diesem Fall wollen wir als erste Option ausgeben. Und 3 willkommen auf dem Test-Server. Und auf dem anderen machen wir und C willkommen auf dem Tester. Für die Leute, die mit Color Codes arbeiten können, dass das Ganze wird hier auch unterstützt. Ja, und damit habt ihr sozusagen jetzt eure MOTD gesetzt. Und dadurch, dass sie jetzt halt über diese Random Number ist, ist es sozusagen jedes Mal, wenn man die Serverliste neu lädt, ist es halt zufällig entweder halt das erstere oder das zweite. Wie das Ganze aussieht, sehen wir gleich. So, jetzt müssen wir das Ganze noch einmal sozusagen als Listener registrieren. Das machen wir hier über den Plugin Manager, nämlich über Plugin Manager.RegisterEvents. Plugin Manager.RegisterEvents. Das ist halt ein New MOTD Listener. Und dann setzen wir dazu Tutorial.m. Das ist unsere Main-Klasse, das solltet ihr dann entsprechend ähnlich haben. So, dann übergeben wir das Ganze und damit sind wir fertig. Dann exportieren wir das Ganze jetzt und dann sehen wir uns gleich im Game. So, da sind wir auch schon wieder und wie ihr seht, hier oben bei unserem lokalen Server steht jetzt willkommen auf dem Testserver. Jetzt können wir auch mal den Server reloaden. Seht ihr gut, das ist jetzt hier nochmal in blau. Ich werde das Ganze jetzt noch einmal neu laden und dann werden wir mal sehen, ob es jetzt diesmal noch in rot ist. Nein, jetzt schalte ich nochmal für blau. Nochmal für blau. Nochmal für blau. Jetzt haben wir einmal rot. Und voilà, so wie ihr seht, jetzt haben wir einmal eine rote MOTD. Das Ganze ist zufällig, das heißt, es ist halt einfach die Chance zwischen 1 und 0, also es ist sozusagen wie Kopf oder Zahl. Das heißt, wir entscheiden zwischen Kopf oder Zahl, ob wir es in Rot oder in Blau machen. Ihr könnt das prinzipiell die Number hier um 1 erweitern, dann könnt ihr prinzipiell auch das um 3 machen und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, das Video. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und dann halt auch am besten oben die Glocke aktiviert, damit ihr dann auch nichts verpasst, wenn ein neues Video kommt. Ja, ansonsten bis dahin. Tschüss.